Hey Dudes, was geht ab? Herzlich willkommen hier zum Top-Duell. Erster gegen den Zweiten. Holstein Kiel muss hier am besten einen Sieg rausholen. Dann können wir Lautern überholen und holen uns eventuell damit dann auch die Tabellenführung. Aber das ist ja mal leichter gesagt als getan. Wow. Und deswegen schauen wir mal. Schauen wir mal rein hier. Erster FCK gegen Holstein Kiel. Jo, Younes wieder dabei. Und Dambo, der ist ja so unbeweglich. Aber sollte kein Problem darstellen. Sehr schön. Armin Younes. Erster Versuch hier mit einem Torschuss. Finde ich ja schon mal gar nicht so schlecht. Habt ihr eigentlich, falls euch das interessiert, falls ihr mal Holstein Kiel so ein bisschen angeschaut habt, die neuen Trikots gesehen? Die finde ich eigentlich recht schnieke. Habe ich das schon mal erzählt? Und als Erfolgsfan kann ich euch da auf jeden Fall empfehlen, euch die vielleicht mal anzugucken. Und eventuell... Ah, faul. Vielleicht mal dazu zu schlagen. So, und an dieser Stelle, ich habe die nächste Aufnahme direkt weitergemacht und ich nichts getrunken wieder. Deswegen sage ich einfach mal Prösterchen. Einfach weiter geht's. So, getrunken. Man muss ja auch flutschig im Gehirn sein, ne? Sonst kann man nicht so gut spielen. Das kennt ihr ja von mir. Ich bin ja wahrscheinlich immer durchgehend ausgetrocknet. Sonst würde das ja nicht das Ganze erklären, wie ich hier spiele. Ja, du hast keine Ahnung, bist voller Anfänger. Ja. Ja. Und aus. Der Ball hat sich weg und rausgedreht. War das ein Foul oder was? Nö, Abstoß. Sehr schön. Strehle. Sehr schön. Och. Ja klar, Ball gespielt mit meiner Faust im Gesicht, ey. Da sagt der Schiedsrichter nichts, ne? Aber wenn man dann Ball spielt, mit einer Grätsche, dann ist sofort gefährliches Spiel, gelbe, rote Karte. Leck mich doch, ey, Schiedsrichter, ey. Du hast doch keine Ahnung. Du musst unbedingt lernen, was ein Foul ist, Otaldo. Sehr schön, Armin Younes. Ja, 11 Meter. Also das geht ja mal gar nicht. Okay. Schütze wechseln. Wer ist denn noch besser? 11 Meter. Younes. Alter Hebler. Wams! Da müssten wir doch nochmal die Standards ändern. Armin Younes. Bang. Sehr, sehr schön. Das muss man sich immer wieder ansehen. Das war so schön rausgespielt auch noch. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt erzählen wollte. Irgendwas war's. Wir führen auf jeden Fall jetzt 1-0 und das ist natürlich hervorragend. Wir haben Verfolger, die genauso viele Punkte haben wie wir. Und das ist natürlich ein Problem. Dambo sprintet. Ah, Younes. Schalde. Schade, den hätte er echt haben können. Ja. Glaubt ihr, die Kieler haben jetzt neue Erfolgsfans, dadurch, dass sie aufgestiegen sind? Die Grätsche. Ich kann mir das gut vorstellen, dass jetzt, wo man bekannter wird, dass da auch dann sozusagen Erfolgsfans kommen. Finde ich immer so beknackt, wenn es solche Sprüche immer wieder gibt. Oh, der war so einfach, Dambo. Shit.
Aber das gibt's ja immer, ne? Also es gibt ja immer diese Hardcore-Fans, die schon sozusagen immer waren und dann sagen, ja, ihr seid jetzt ja nur Fans, weil es da einen Erfolg gab. Ja, also so ist das meistens, ne? Man interessiert sich ja nicht unbedingt immer aus privat, persönlich, beruflichen Gründen für irgendeinen bestimmten Club, sondern man hat von dem irgendwie gehört, fand den irgendwie spannend und das hängt meistens mit Erfolgen zusammen. Und dann ist es halt Erfolgsfans mäßig manchmal. Oh, der Torhüter kam gut da raus. Habe ich nicht schnell genug? Scheiße. Den hätte ich da mit Younes auch machen können, ne? Ich habe extra Anschneiden gemacht. Dynamo geht 1-0 in Führung. Dynamo. Nein. Oh. Haben wir ein Megaschwein. Wie kann man denn so ein leeres Tor so daneben schießen? Alter Falter. Ja, also wir haben hier gerade mal ein Tor geschenkt bekommen. Dafür müssten wir jetzt eigentlich auch eins machen. Das war geschenkt. Dafür schenken wir jetzt hier den Ball wieder. Ist auch gefährlich. Bisschen mit Verstand. Ich drehe da noch durch. Wenn man den Ball mitnehmen will, bei einer schnellen Wendung, die kriegen das nicht auf die Reihe. Und Dabo kann den Ball nicht an den Füßen halten. Scheiße, Mann, ist der schlecht erstellt worden, getutet. Mann! Na gut, er ist halt nur auf Speed ohne Beweglichkeit. Das hätte man vielleicht auch ändern können, sollen. Aber dafür ein Riesentalent. Und da haben wir es. Idrisu. Macht mit Kopf die Pille rein. Dann steht es 1-1 zur Halbzeit. Und wir hatten jetzt hier schon ein geschenktes Tor. Und sehr viele Chancen, die eigentlich hätten reingehen müssen. Und wir haben nur wegen des Elfmeters hier ein Tor. Das ist ganz schlecht. Das ist schlecht. Dynamo führt jetzt hier 2-0. Ein 1-1 ist keine gute Sache. 1-1 ist nicht gut. Wir brauchen ein 2-1 oder was auch immer. Hauptsache ein Sieg. Da läuft er weg. Okay. Ja, was haltet ihr von Erfolgsfans? Also so richtigen Erfolgsfans. Nur Fans sind. Nein! Zu hart! Scheiße! Die nur Fans sind, wenn die Mannschaft Sieg bringt. Wenn nicht, dann lassen sie die Mannschaft wieder fallen. Das finde ich richtig kacke. Jetzt mag ich die nicht mehr. Jetzt mag ich hier Augsburg. Keine Ahnung, was weiß ich. Kommt, Junge. Mann! Also sowas würde ich unter einem Erfolgsfan eben verstehen. Habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, erklärt oder gesagt. Oh, gab einen Foul? Nee, es gibt Abstoß. Sehr gut. Das finde ich ja so geil an FIFA. Wenn es einen Foul gibt und der Ball ins Aus geht, ist nichts gewesen. Also gibt nicht irgendwie Freistoß oder so. Nein, es war nichts. Das muss man irgendwie ausnutzen, kriegt man aber auch alles nicht immer hin. Sehr schön, Strehle. Ah, Schiri, geh mir doch aus dem Weg. Das gibt's ja nicht, dass er da stehen bleibt. Den Ball blockiert.
passiert praktisch jedes FIFA-Spiel. In Real Life sind die dann doch ein bisschen geschickter manchmal. Ja, ist ja gut, ihr. So, ich bin jetzt gerade richtig am Schwitzen. Das Problem ist, dass wir hier den Sieg benötigen. Scheiße, Mann! Pass die Pille rüber! Oh, Mist! Das war so wichtig! Wieso kriege ich den Ball da nicht rüber? Der Orban war ja nur ein Verteidiger. Mit dem kann ich ja keine Tore da schießen. Verdammt! Die ganzen Verteidiger! Warum seid ihr hier? Nein, nein, nein. Scheiße. Okay, Dambus ist wieder fertig. Da müssen wir... Den bringen wir da rein. Heider? Ja. Hebler ist auch fertig. Holen wir dafür Siedschlag rein. Und Johansen kann natürlich auch nicht mehr. Okay, machen wir das so. Fiete kommt rein. Wir haben ja schon die 70. Mann, Mann, Mann. Karl. Wird das hier nur ein Unentschieden oder was wird das? Verlieren wir das Spiel am Ende noch? Das wäre richtig doof. Okay. Younes, Younes, komm, 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 komm. Okay, irgendwie einen anderen Weg. Tja, Danneberg kann den Ball da nicht auch nicht spielen. Otaldo bleibt im Match. Younes auch. Und wir verlieren den Ball. Scheiße, fuck, fuck, fuck. Kommen die da an den Ball ran? Ich kann's nicht. Ich kann da nicht, ich kann nicht springen oder was immer, weil der dann ja irgendwo hingeht, ins Aus oder sonst wo. So, den haben wir da schon mal ausgenockt. Komm, 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 komm. Ja. Ja! Armin Younes, 85. Mann, ich glaub's nicht, wie ich hier schwitze. Alter Schwede. Eieiei. Der hat sich noch ein bisschen rausgedreht. Aber gerade so, dass der Torhüter nicht mehr rankam. Bam! So, jetzt aufpassen. Aufgepasst. Wir müssen jetzt hier den Ball einfach halten. Einfach den Ball halten. Oh, Scheiße. Komm. Okay. Foul. 88. Dynamo SVS 2:1. Siedschlag, komm. Oh. Ende. Ende, Ende, 2:1. Am Ende gewonnen. Puh.
Alter, ihr glaubt's nicht, ey. Ihr glaubt es nicht. So viele Chancen, wie wir hatten. Armin Younes natürlich 2 Tore. Spitze gemacht. Schüsse aufs Tor, 2 von 7. So viele Dinger dabei gewesen, die hätten eigentlich drin sein können. Eieiei. Welchen Platz haben wir denn jetzt? Okay, es fehlt noch 1860 München. Die können uns, Gerüchte um Johansen zwingen Berater zum Handeln. Okay, Johansen will dabei bleiben. Er sagt, Kasper Johansen ist im professionellen Fußballspiel glücklich in seinem Verein, wie Holstein spielen zu dürfen. Ist keine Frage, dass er so lange wie möglich in diesem Verein bleibt. Okay. Im November. Wir sind weit im Platz 1, aber mit 22 Punkten und mit den ersten 3 ist es schon, ja. Ist schon sehr eng, ne? Ich lese gerade hier. Lagerhalle am Rande der Stadt. Lampen um die Aufmerksamkeit waren Tim Siechler gerichtet. Werbespot für Fernsehen. Was ist denn da los gerade? Wieso haben wir so viel Zeit? Was hat der Kalender? Ah, guck mal an. Das nächste Spiel hier. Pressetag und der 19. Da ist es, ist ein Ligaspiel wieder. Und wir sind hier im Pokal, heim, deutscher Pokal gegen Bayern. Und dann wird wieder Transferperiode. Okay, lassen wir mal eben weiterlaufen. Keine neuen Fakten, Gerüchteküche kocht über, trotz der Verunsicherung, dass der Mittelfeldspieler keinesfalls einen Wechsel anstrebe, wollen die Internetgerüchte nicht verstummen. Okay, Mannschaft, nee, Trainerbüro, Verträge. Johansen möchte ich auch behalten, gerne. Vertrag abgelehnt. Muss ich nochmal kurz gucken. Transfers. Budgetzuweisung. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Gehalt. Und deswegen würde ich mal sagen, um Aufstockung bitten, ne? Aufstockung erbitten? Ach, kann ich nicht. Na gut, dann muss ich das später machen. Weil wir mehr Geld brauchen auf jeden Fall. Wir motivieren uns. Hertha führt. Trainer, ich kann nicht leugnen, dass ich wirklich Angst hatte. Sie würden planen, mich zu ersetzen. Jetzt ist mir klar geworden, dass sie mich einfach von den Spekulationen in den Medien habe irre machen lassen. Danke für ihre Geduld und dafür, dass sie mir versichert haben, dass an dem Gerücht nichts dran ist. Ja, ich habe ihn gar nicht versichert, Junge. So, wir wollen jetzt hier die Top-Mannschaft-Aufstellung haben. Was haben wir denn da? Otaldo rechts, Younes links. So, ich möchte Younes dahin haben und ich möchte statt Sheet eben Siedschlag drin haben. Jakusch nicht. Können wir natürlich jetzt überlegen, aber nein. Hartmann, er möchte auch mal spielen, ne? Katsior. Oh ja, Katsior, den habe ich ja schon lange nicht mit drin gehabt. Ich weiß auch gerade gar nicht. Das wäre vielleicht auch mal eine Idee, den reinzubringen. Für Danneberg. Katsior. Einfach mal so, weil wir es können. Gebers, Hartmann und Kisil. Die sind nicht so gut drauf. Einfach mal spielen lassen. Für Gebers. So machen wir das mal. Okay, gut. Das war's für diese Folge. Und wir sehen uns dann nächstes Mal wieder gegen FC St. Pauli. Macht's gut. Tschüss.